MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV. Willkommen hier zurück zu Let's Play Scania Truck Driving Simulator. Ja, ich habe das Map-Problem gelöst und habe einen weiteren Mod installiert, und zwar andere Reifen. Moment. Wow, mein Handy, weil irgendwas gepostet wurde. Was ist denn jetzt los hier, hä? Was ist los hier? Was ist los hier? Lautlos. So, jetzt stört keiner. Ich glaube, es sind neue Reifen. Ich weiß nicht, wie die alten aussahen, aber der Mod soll die Reifen geändert haben. Und vom Profil her sehen die gar nicht so hässlich aus. Sehen gut aus. Gefällt mir. Ah, man sollte auch seine Kopfhörer anmachen, damit man auch selber etwas hört. Ja, wie gesagt, also das Problem ist gewesen mit den mit der Geschwindigkeit. Ich habe einen Mod installiert gehabt, der die Geschwindigkeit etwas realistischer macht. Und ja, ich hatte jetzt keinen Bock, da vorne den Anhänger direkt hinter uns zu nehmen. Ja, wie gesagt, der Mod macht ein bisschen die Geschwindigkeit besser. Und der Sound ist auch ein Mod. Habe ich vorher vergessen, dass ich die eingefügt habe. Und ich frage mich hier wie so ein kleines Kind. Warum ist hier alles anders? Und hätte mich nicht gewundert, dass ich im nächsten Part dann sage, hey, wir haben andere Reifen. Wo kommen die denn her? Da hinten hinkommen. Boah. Ich dachte gerade schon, wir halten gar nicht mehr an. Ja, aber den Wackelkopf, den glaube ich, habe ich noch nicht behoben. Aber ich weiß es nicht zu 100%. Das kann ich nicht versichern. Übrigens, alle Videos jetzt in Full HD, Leute. Full. Mit Einschloffe, mit Einschloffe. Fein, machst du das. Gibt's auch Gas, Junge, oder lassen wir das heute mit dem Gas geben? Oh Mann. Solche Fahrer liebe ich. Ich fahre doch schon am Limit. Holla, die Waldfee, bremst du ab, Mann. Es tut mir leid, Leute, ja. Seid mir nicht böse. Huch, hab ich den. Na, da ist er, 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 da ist er. So, hier eine Drehung machen. Boah, wie knapp das war. Ja. Wunderbar. Like a boss. So, wo lang müssen wir denn? Komm, Junge, gib Gas. Mann, 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 Mann. So, jetzt mal gucken. Dann fahren wir jetzt gleich links.
chillig so zu fahren. Ganz gemütlich. Jetzt, wo man weiß, dass alles normal ist und alles, was da war, was gestört hat irgendwie, ist jetzt ein Mod und ganz blöd. Wo bin ich denn gegengefahren? Ach, wir haben so einen ewig langen Anhänger. Habe ich wieder vergessen. Hihi, sorry. So, dann fahre ich jetzt hier. Ach, hier ist vor allem mal wieder nur 50. Oh Mann. Klick, 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 klick. Und anhalt. Ich sehe die Ampel nicht. Ah, doch, das könnte hier der rote Schein sein, oder? Sieht dann aus, ja. Ich werde mir auf jeden Fall noch den Blinker-Mod installieren, dass, wenn ich das Lenkrad nur minimal einschlagen sollte, dass auch dann der Blinker reagiert. Weil jetzt tut er das ja nur so spontan irgendwie. Also, wir fahren jetzt auf die Autobahn auf jeden Fall hoch, weil wir da hinten irgendwo hin müssen. Ich weiß noch nicht wo, aber... irgendwo müssen wir da hinten hin. Ich war extra was leiser, weil ich dachte, ich schaffe es nicht. Aber ohne Problemas. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie auf die Autobahn hochkommen. Ja, es scheint eh die Autobahnauffahrt zu sein, glaube ich. So wie das aussieht. Ja, tatsächlich. Die Autobahnauffahrt, cool. Aber in die falsche Richtung, oder? Oh, wir können entscheiden. Ich beschleunige mal hier was kräftiger. So, wir gucken uns das Ganze mal von außen an. Wir haben doch schon eine schwere Last dabei, auf jeden Fall. Yeah, von oben sieht auch ganz schick aus. Richtig chillig. Aber von innen ist immer noch das beste Gefühl zum Truckfahren. Oh, das ist aber eine richtig schön weite Strecke. Das gefällt mir. Das ist mal besser als diese Kurzlieferung. Oh. Ganz vergessen. Verpeilt. Ich wollte gerade sagen, das Fahrerhäuschen wackelt ja so nach oben und nach unten. Ich denke so, nein, jetzt immer schön das Grip zu Ende führen, dass es wackelt. Und nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Nicht stehen bleiben. Jetzt bin ich am Überlegen. Ja, wir überholen kurz. Hat alles geklappt. Ah, ey, wir sind sogar auf der richtigen Spur. Alles richtig gemacht. Fällt mir fast ein Stein vom Herzen. Wären wir jetzt falsch gewesen. Also nämlich auf der Landstraße gefahren, was ich fast vorhatte, weil es einfach die Umgebung schöner ist.
dann hätte ich nochmal eine Runde drehen dürfen. Weil mit der Last da langfahren, hier auf der Gegenfahrbahn, ist nicht so toll, glaube ich. Kommt nicht so gut. Das Ding steht gerade. So, Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Leute.